Braucht Allah subhanahu wa ta'ala jemanden, der ihn bewahrt? Die Antwort ist nein. Braucht Allah subhanahu wa ta'ala jemanden, der ihm hilft? Die Antwort ist nein. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sag, er ist Allah, ein Einziger. Er ist alleine in seiner Macht, in seiner Schönheit, in seiner Kraft, in seiner Fähigkeit, in seinem Königreich. Er ist alleine, subhanahu wa ta'ala, er braucht niemanden. Allahu as-samad, er ist Allah, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Das heißt, er ist kein Mensch. Weil wenn er zeugen würde, dann wäre er abhängig. Und zwar, er bräuchte eine Partnerin, damit er zeugt, so wie der Mensch. Und wenn er gezeugt wurde, dann wäre er auch abhängig, weil er bräuchte Eltern, die ihn zeugen, so wie der Mensch. Aber er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Das heißt, er ist der Anfang ohne Anfang und er ist das Ende ohne Ende. Und er wurde nicht erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Vielmehr ist er der Erschaffer. Und er wurde nicht erfunden. Vielmehr ist er der Erfinder. Und er wurde nicht angefangen. Vielmehr ist er derjenige, der anfängt. Al-Mubdi. Ja? Wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Yubdi wa yu'id. Er fängt an und wiederholt. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist unabhängig. Ja, dakira al-ashab.